Hallöchen. Komm zurück. Moin. Ork. Crystals. Mit Schmidti. Ich bin's nicht, der so summt. Nee. Hier nee. Summt's ganz schön, ne? Ja, der Weide und der Fjoln hier, die stehen. Hallo. Da. Die knistern uns jetzt mal was Schönes hier an dem Baum. Wollt? Oh. Da ist es. Auch schick. Ich hab gleich die höhere genommen. Wurde mir so gesagt. Ah. Als wenn du dich da dran hältst. Mach doch immer alles. Was? Klonk. Schon wird der Harzsammler reingeschraubt. Harz 4. Harz 2 sehe ich bis jetzt noch. Harz 2. Wir sind noch Harz 2. Für mehr als Harz 2 hat es ja nicht gereicht bei uns. Ja. Also, mehr brauchen wir nicht. Wir wollen mal gucken, was hier so eklig summt. Ja, bitte, das geht mir schon ein bisschen auf. Ja. Da kommt was angeflogen. Ah, ne, es fliegt wieder weg. Hat Angst. Greifen die nicht an? Nein. Ich glaube, sonst hätten wir schon ein paar Stiche im Gesicht abgekriegt. Jetzt war nur das Gesicht. Ja, weiter möchte ich da nicht ins Detail gehen. Geht's denn hier rein? Kommt man hier überhaupt ein Vogel rein, oder? Ja. Alter. Wow. Das ist ja kein Höhle, kein Bienenstock, das ist ja eine Bienenhöhle, richtig hier. Jo, Alter, wie geil ist denn das? Das ist, Verdammt. Und da geht auch ein Ausgang, Eingang raus und da hinten nochmal. Ich dass mir jetzt an auf so eine Biene rumknabbert und die alle aggro werden. Dann nochmal probieren. Ich hab kurz überlegt, aber, Kannst deinen Hut abschreiben. 150er Bär. Dass es die zu den Honig hier zieht, wundert mich ja nicht. Ja, aber... Hammer geil. Ach, hier geht's unten auch rein, zu Fuß. Ja. Und da hinten rechts auch nochmal, ja, gibt mehrere Eingänge. Ist auch ein kleiner See hier unten. Oh, es geht noch tiefer. Wow. Also wenn du willst, kannst du dir auch eine Base hier reinsetzen. Oh, das ganze Gebrummer den ganzen Tag. Das wird mich, glaube ich, auch stören. Und die ganzen Bären, die dir immer zu Besuch kommen. Ja, die Bären gehen ja meistens noch. Aber für einen Besuch lohnt sich das hier schon mal. Wobei, hier wird es um leiser, also. Ja, hier geht's, das stimmt. Ja, hier unten hält's nur ein bisschen. Sehr, ja stimmt, die hält's. Ein bisschen ist gut. Aber sehr, sehr nobel auf jeden Fall. Sieht sehr gut aus. Also Honigprobleme gibt's hier nicht. Greifen die an, wenn man sich hier Honig rauskrabbelt? Probier doch mal aus. Ja. So einen kleinen Stock. Meinst du? Du wurdest eingesponnen. Ja, ja, das ist weil du durch ein Knie tief durch den Honig wartest. So? Ja. Klopfst okay. Mal dran hier mit der Spitzhacke. Da läuft ja auch der Honig raus. Abklopfen? Warte, ich setz mich mal auf meinen Vogel. Ich trau mich nicht. Also wenn du mit der Beil dran gehst, kriegst du ordentlich Polymer raus. Oh, das will ich mal ausprobieren. Nicht viel. Oh, ja, bisschen Honig, viel Polymer. Womit? Mit was? Mit der Beil. Der Axt. Achso, dann. 106. Ui. Ja, also wir brauchen mal keine Kairukus mehr, Lünchen. Oh ja, tatsächlich. Das stimmt wohl. Aber ich nehme mal ein bisschen mehr Honig mit. Seltene Blumen gibt's auch. Da gibt's Honig. Und keiner beschwert sich. Nee, geht. Aber ich würde... Wir krabbeln ja auch nicht rein. So eine Biene möchte ich allerdings nicht mal hauen. Ach, irgendwann müssen wir uns den Spaß mal gönnen mit so einem alten, ausgedienten Vogel, da mal hier rein und mal drauf rumpicken. Den Spaß würde ich einfach sehen, wenn auf einmal dann 18.000 Bienen auf dich zugerast kommen. Wie cool ist das Ding gemacht hier, ne? Schon guck mal, ob einer irgendwie hier so eine Art Bienenkönigin sieht. Doch reiterisch in so einem fetten Bienenstock auch eine Königin. Das 32 Honig habe ich jetzt. So ein Obermacker-Bienen-Dinges? Ja, Ober-Honig. Giant Worker. Okay. Naja, man muss dann bestimmt noch so Giant Worker-Bee, ja. Königin rum. Vielleicht versteckt sie sich auch. Ja, keine Ahnung. Dire-Bears. Das ist ja auch das Paradies, ne? Ich schlemme ja auch den ganzen Tag. Oh ja, eben. Ja, die Bären freuen sich hier. Boah, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Dann hier irgendwie in der Mitte von der Höhle? Ich würde sagen, das war da, wo der See war. Vielleicht ein bisschen höher, ne? Aber das große Ding, oder? Oder wenn hier eine Königin ist, das wäre vielleicht
mittig. Aber also die scheinen alle Level 5 zu haben, ne? Die Worker Bees. Ja. Bären gibt's hier mal echt eine Menge. Alter Schwede. Oh ja, hier unter mir sind glaube ich auch 3 Stück gerade, ja. 4, 5. Ich hab hier 6. 2, 4. Ja, das ist 6. Hier. 6 Bären hier entwickelt. Kostet noch einer, 130. 150. Hat aber mehrere Eingänge, ne? Also von unten ja. Kommst du mit ganz vielen Eingängen raus. Ich kann mal kurz, warte mal, die Map aufrufen, bei welchen Koordinaten wir ungefähr sind. Oh ja. 25, 30 ungefähr. Grob. Ja. Seid ihr denn noch irgendwie im Raum oder seid ihr raus? Ne, ich bin noch drin. Ich bin geflickt jetzt wieder rein, ich bin nochmal kurz raus. Ah, da. Beide habe ich gefunden. Sehr cool, wusste ich gar nicht, dass das Teil hier gibt. Vielleicht auf so einem Bienenstock kannst du nicht. Ich würde sagen, vielleicht gibt es so auch deswegen keine Bienen so generell, weil sie das hier eingebaut haben, vielleicht sogar. Ach, man kann drauf landen. Wirklich, ja, ist möglich. Also Bienenstock habe ich jetzt noch nicht gesehen. Na gut, das gut wäre halt, wäre aber blöd halt, wenn du dir zu Hause welche hinsetzen willst, ne? Dann geht's natürlich nicht. Nee. Da wäre das dann also schlecht. Vielleicht so eine von diesen Bienen fangen kann das sein. Und Worker Bee. Hm. Hm. Keine Ahnung, müssen wir mal austesten, aber ich glaube jetzt am besten nicht. Oder ich fliege jetzt kurz raus und wenn ich beiße, so im Rausfliegen beiße ich mal so ein Vieh. Warte, warte. Ja, bitte. Alter, hier draußen sind ja auch eine Triade. Nee, Bienchen. Mir so. Oh ja, tatsächlich. Cool. Aber das ist wirklich eine Triade. Alle da, ja. Ui, das ist aber hier. Oh. Ist das denn Spinnenhöhle oder was? Kleiner Eingang. Es sieht mir nach einer Spinnenhöhle aus. Da sind auch schon Spinnen zu sehen. Jo. Verschieden sah schon. Wow. Hier gibt es eine Höhle. Ich muss eventuell mal für später aufheben. Ja, würde ich sagen. Brauchen wir auch bei 25, vielleicht 32, 33, müsste man sich mal merken. So eine Spinnenhöhle gibt es auch in der Höhle. Ja, mal kurz reingucken, ob es hier überhaupt weitergeht oder ob das nur. Da ist auch eine Titanoboa drin, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, das scheint hier ein bisschen weiter zu gehen. Definitiv. Gut, dann wieder raus. Ich guck mal, wo wir hier sind, dass ich mir den Weg mal merken kann. Halt auch so schön. Diese Schlange. Ich hänge schon wieder fest. Oh, hier scheint es aber auf der anderen Seite schon wieder rauszugehen, also ganz riesig also, ist sie vielleicht nicht. Nur ein Durchgang oder was? Bin auch schon wieder eingesponnen. Binnendurchgang, ja, ich bin hier auch ständig eingesponnen irgendwie. Na gut, dann langsam wieder raus. Bin mal. Ja, das ist dauerhaft anscheinend hier, das eingesponnen sein. Oh, hier ist ein grüner Loot Crate. Klippenplattform aus Stein, wann konnten wir hier lernen oder konntest du die schon lernen? Moment, musst du nochmal nachgucken, aber ich glaube, ich konnte schon lernen, ja. Ich habe die Plattform jetzt also als Bauplan gefunden. Oh. Auch gut. Ja, ist doch gut. Habe ich schon gelernt. Dann würde ich sagen, ich bringe uns mal. Oh ja, mach das mal. Den neuen Weg. Wir haben uns Bauplatz. Eine neue Location gegönnt. So ist es nämlich mal. Auf jetzt. Mal kurz meinem Pip den neuen Level vergeben. Jetzt natürlich bisschen diesig. So, dann hat gerade geblinkt, dachte mir. Oh, ist er wieder abgestürzt? Ja, ich bin ein bisschen ins Wasser geflogen. Aber nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Ja, also, ne? Also wenn hier kein Nebel ist, hat man hier eine spitzenmusige Aussicht. Da stehen wir ja drauf. Richtig, da kommt dann auch noch eine kleine Aussichtsplattform hin. Die baue ich dann. Eine kleine. Ja. Ziemlich hoch gelegen. Also schön sicher. Swimmingpool vor der Haustür. Ach, der bewegt sich auch gerade pünktlich. Hauseigenen Wasserfall. Hier oben hast du noch ein bisschen. Ein paar Fische im Wasser. Platz für ein Spezialgebäude vielleicht. Oder für ein paar Tierchen für am Anfang. Mal gucken, genau.
drüben der Vulkan, da können wir auch gleich hin, um wenn es uns kalt wird. Ja, so ist es. Jetzt kann man ja ein bisschen was sehen. Kannst du hier fast über alle Biome wieder gucken, so wie wir es gerne haben. Hier oben nochmal ein Turm drauf, das wär's, glaube ich. Oben noch ein Türmchen? Ja, hier drauf ein kleines Türmchen. Gut. Okay, dann mach du dein kleines Türmchen. Das soll dir vergönnt sein, es geht doch wieder bis zum Kartenende. Noch ein Löcher. Vielleicht schaffe ich es bis zum Kartenende. Wo man wieder 10 Minuten mit dem Aufzug hochfahren muss. Zumindest hat es Wasser hier oben. Ja. Und das sieht ja wohl schon mal ziemlich geil aus hier. Vorhin schwamm hier sogar ein Otter drin rum. Nee. Ja, den habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, der ist ja weg, aber am Kilo ist so drin im Wasser. Hat sich vielleicht ein Wasserfall runtergestürzt. Allerdings solltet ihr Stoffel dann aufpassen, dass er nicht alle 5 Minuten hier runterfällt. Ja. So, und hier irgendwo dann wird dann demnächst mal die Base stehen. Wir klotzen jetzt mal richtig ran. Transporter haben wir gesetzt. Oh, gibt mir ein bisschen was weg zu ernten hier, zu kloppen. Jo. Die Aussicht ist echt nobel hier oben. Platz jede Menge da, also. Auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall ganz cool werden. Vielleicht zeigst du nochmal die Map kurz, wo das denn genau ist. Nämlich ziemlich zentral auch. Ja, das stimmt, ja. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Ja, stimmt. 50, 55, 52, 53, irgendwie sowas. Grob. Nicht weit weg von unserer jetzigen. Also so weit ist es gar nicht von der hier. Welche Ghillie-Sachen brauchst du denn genau? Ich brauche jetzt noch alles außer Schuhe. Brustpanzer und Hose. Da schließe ich ja den richtigen. Also Maske und Handschuh. Maske und Handschuh, also pack ich dir in den Schrank. Wunderbar, Firma dank. Noch einer, irgendwas? Nee, gerade nicht. Boah, ruhig nicht mal, nochmal, nicht, dass es gleich wieder aus dem Schrank geklaut wird. Erst ich würde sagen, jetzt sagt keiner was. Ja, aber hier geht's nicht weiter, ne? Wenn er da. Achso, komplett dann weiter. Ah, ja, verstehe. Dann kann ich die hier aufheben, ne? Du kannst. Ja, die kannst du aufheben, ja. Wir können doch auch eine zweite Ebene machen. Oder? Das muss ja jetzt nicht so extrem sein. Ja, nee. Wir müssen ja auch nicht unbedingt einen Kasten bauen, ne? Ich kann ja noch was dran setzen. Mag das auch, wenn es in mehreren Ebenen ist. Also, wenn das hier eine jetzt zu niedrig ist, dann lass doch einen Tuck höher gehen, dann. Also, eine Etage höher, genau. Ja. Ja, da müssen wir eh noch mal ein bisschen friemeln. Ja, aber müssen wir sowieso. Also, ich glaube nicht, dass wir mit einer Etage rauskommen. Das ist, als wenn du Erde in der Base hast. Das ist immer. Ja, nein, mit dem Erdgeschoss kommen wir eh nicht hin, also nur mit einer, ne? Das wird eh nix. Ja. Kann ich schon mal ein paar Wände hinreißen, oder? Ja, mach doch. Oh, das war's. Foundations hab ich nicht. Das ist ja sehr lückenhaft. So wird's werden. Nee, ich mach da hier vorne meine mit Dreieck Foundation ein bisschen was. Mal gucken. Ja, gut, dann bau kurz raus. Oh, ehrlich jetzt? Ach nee, ist ja Stein, ne? Was? Stein, ja. Ist egal, wie rum ich sitze. Ja. Bei dem, ja. Lass ich den Transporter hier erstmal wieder hin. Dann musst du wieder umbenennen und den Gedöns, ne? Ja. Kann man immer noch öfter umsetzen, das ist ja nicht. Ja, wo willst du die Türen denn setzen? Macht immer nicht, dass ich hier alles zuballere. Und ich habe eben ein bisschen Luft gelassen für Fenster. Ich finde hier sehr häufig Gewitter und so ein Gedöns, kann das sein? Regen, Regnen tut es ja wirklich oft, ja. Da brauchst du eigentlich für Beete, wenn du nicht gerade das im Gewächshaus baust, da brauchst du gar keine Wasserversorgung. Wo soll der Aufgang hin? Nach oben? Ja, eigentlich wollen wir den mittig machen, oder? Das will nur sagen, nicht, dass ich gleich hier das zugebaut habe. Ich meine, können wir wieder abreisen, ist ja nicht das Thema, aber. Theoretisch könnten wir. Ich bin so schwer. Mehr Sport machen. Wenn man jetzt hier reinkommt, wo der Fjoln hier gerade reingerannt ist, dass man dann hier ein bisschen Platz lässt und dann hier einen Aufgang macht. Wo du gerade so im Kreis rumschleißt? Ja, hier so. Oder wie? Guck mal an. Aber das kann ich jetzt nicht setzen, ne? Kann ich nur von oben runter. Ja. Das müsste mal einer in der Reihe hier ein paar Decken an die
Mauer anklatschen. Vielleicht schon mal. Jetzt so hier und dann drumherum oder was? So quasi vom Fenster. So, jetzt fahre ich vom Fenster. Hinter dir. Nee, hier in die Richtung, in die ich gucke. Hier und das hier. Mal so drei Stück dran. Ja. Braucht er denn noch einmal Materialien? Ich. Stein, Holz. Oh. Alles. Bin gerade in Stein unterwegs. Oh, immer bist du Holz. Ja. Obwohl hier auch Stein ist. Wenn genug Platz immer reinkommen, kann man doch mal rumlaufen. Ich glaube, das passt ganz gut. Jo. Der Transporter nähe des Schrankes stünde. Ja gut, wenn der Transporter wenigstens auf einer Seite stehen würde, wo eine Tür drin ist. Ich weiß ja nicht, wer ihn gestellt hat. Das kann man natürlich. Aber das hatte ich auch noch vor den Türen. Achso. Man könnte auch sagen, es wäre nett, wenn da in der Wand eine Tür sein würde, die zum Transporter geht. Ja, selbstverständlich gibt es ja auch noch einen Transporterbereich. Wir können ja auch zwei Transporter machen. Eins in das Haus und eins für die Tiere außen. Man kann es ja mal gucken. Schon ein bisschen protzig. Aber das ist gut, dann können wir wenigstens sinnvollerweise mal sagen, wir treffen uns im Transporterraum. Ja, eben. Ja. Richtig. Und dann kannst du direkt mal rein ins Haus und so und musst von der Brücke gleich. Von der Brücke zum Transporterraum. Oder soll ich wirklich jede einzelne Wasserleitung anwählen mit Verstecken, ja? Nee, du kannst die gesamte Wasserleitung verstecken. Ja. Achso, schade, habe ich mir erst so viel Mühe gegeben. Hätte ich es auch quer durch den Laden bauen können. Also bis auf den Intake und die einzelnen Outlets, also die einzelnen Wasserhähne quasi. Mhm. Minus 9 Grad. Hört mich nicht, ich hab ein Otter oben. Ist ja frisch. Ich glaube auch, wenn ich nicht irgendwo wieder vergessen habe. Ich habe Pelzkleidung, das geht auch ohne Otter. So. Also solche Wasserleitungen echt verstecken, ja. Ja, ja. Mit Otter ist viel modischer. Was wir, glaube ich, hinten an Hitzewellen haben, haben wir hier an Kältewellen. Ich habe hier noch keine Hitzewelle erlebt. Nee, mag sein, dass es in kälteren Gebieten eher Kältewellen gibt. Dass es auch unangenehm ist, ne? Naja. Ich habe noch nicht einmal gefroren. Wie, ich kann jetzt nur ein Rohr verstecken. Gott, reicht das nicht? Mann, oh Meter. Ich kann nur Hide und dann, wenn ich Hide mache, ist nur ein Rohr versteckt. Echt? Ja. Ah, warte mal, geht eventuell beim Intake oder ja, so. Ja, genau. Man hat dann die Möglichkeit, dass man das gesamte Leitungssystem versteckt. Okay, dann gehe ich da mal runter. Oder beim Outlet, ich weiß es nicht. I have a look. Hide Connected Pipes kann ich machen hier am genau. Am Tab. Ja, beim Links kann ich es auch machen unten, ja. Okay. Da habe ich was getrunken. Geil. Ich hab's geheidet schon. Achso. Geheidet. Ja, stimmt. Der geheidet. Intake ist noch da. Ja, geheidet hast du. Es muss mehr geheidet werden. So, was ist mit dem. Die Betten mache ich jetzt mal nach oben eben, ne? Dann mache ich den Generator hier rein. Ja. Tja, dann versetze jetzt erstmal die Betten, lege Strom. Ja, gut. Dächer hatte ich ja noch ein paar gebaut, die kann dann schon mal irgendwer setzen. Kann ich auch noch mal welche anschmeißen. Warte mal, ich guck mal, was wir noch brauchen. Stein ist genug, Stroh, Holz. Ich glaube, erstmal bin ich bei Obsidian dabei. Ich glaube, erstmal wäre jetzt sogar genug da. Ich nehme jetzt auch mal einen Schrank hier, ne? Ja, ja. Dazu sind sie da. Kann ich jeder hier einfach so. Ich reiß gleich deinen Schrank einfach ab. Oh. Bearbeite ich deinen Vogel mal mit der Euthanasiegern? Ist aber nur noch quiekt. Was noch schlimmer ist, ich zerstöre die Wasserleitung. Naja, lass die mal ruhig dran. Das ist nicht mein Problem, ich komme so klar. Das halbe Dach abgerissen für, also. An der einen Stelle hier ist so viel Obsidian. Ich bin überladen. Womit Obsidian? Hatten wir jetzt eigentlich Dingens? Was denn? Munition für die. Für die Dingens? Für ja, Dingens haben wir. Für den Revolver, Mensch. Wo können wir denn hier nochmal den Konverter hinbauen? Den habe ich mal in der Base abgebaut. Irgendwo. Oh, ich stelle das mal hier hin. Hier und da sieht es doch schon ganz gut aus. Komm mal in die
Der ist gerannt. So. Oh. Nee, so viel Zeit habe ich nicht, dir zuzugucken. Das ist ja wirklich so, ob sie die an mir reinschmeißen. 834 Minuten zu mal. Jetzt bin ich auch wieder ganz schnell. Eins. Oh. Was? Ah, jetzt U? Das snappt ja der olle Generator hier. Der snappt auch, ja. Guck mal, guckt der durch die Treppe durch? Ah. Warte. Nö. Nope. Wäre sehr gut. So, Betten sind oben. Du kannst den aber auch drehen, ne? Ja, ja. Gedreht habe ich ihn. Sonst, dann passt es ja erstmal so. Hatten wir hier oben nicht eine Wasserleitung? Nein, hier oben gibt's keine. Soll ich noch eine nach oben bauen? Ist kein Problem. Ich habe noch ein bisschen Material über. Das sehe ich noch nichts. Müssen wir sie wieder kurz mal anschmeißen. Wir können hier oben auch noch machen. Ich habe einfach nur ein bisschen Durst. Ach, hier ist der Ausgang da. Ja, ja, aber wir können da oben auch eine bauen. Aber haben wir sonst nichts. Mach mal eine Lampe hier schon mal. Ja, später vielleicht für oben, wenn ich da die Beete hinbaue und vielleicht Glas drüber baue, dann. Leuchtet denn hier? Kleine Leuchtpunkte, die rumfliegen, auch in der Base. Leuchtkäfer. Hm? Denkst du, das sind Sterne? Guck mal nach oben hier. Auch in der Base fliegen noch so Leuchte. Warum ist die Decke auf einmal grün? Kleine Leuchtpunkte. Genau über den Betten haben wir noch was zu trinken jetzt. Oh, ja, das kriegt man ja auch mal Durst. Richtig. Sehr gut. Ja, die meisten Leute. So, der schwebt jetzt einfach so über den Betten. Da schlafe ich aber nicht drunter. Das Bett ist auch immer schön feucht. Wie willst du den Zugang denn hier oben haben zum Dach? Also zum richtigen Dach dann? Das kann erstmal ein bisschen warten. Wie gesagt, ich würde erstmal sowieso Beete bauen und dann das mit den Gewächshauskram, das müssen wir sowieso erst noch lernen und so. Ja, aber ich meine, wir wollen ja wahrscheinlich hier auf dem Dach unsere Vögel landen. Da müssen wir irgendwie hochkommen. Das meine ich. Ach, das meinst du? Das ja, ich habe ja hier, also du kommst hier hoch und dann habe ich ja links hier schon zwei Dächer so rausgebaut, ne? Dass man dann hier die Treppe dran setzt. Ach, da willst du dran setzen. Ja. Da hinten? Wolltest du die nicht einfach in die Nähe der anderen Treppe bauen, wenn es geht? Ja, die kommt ja dann hier runter. Also du kommst hier hoch und gehst dann gleich hier nach oben aufs Dach. Ach, die beiden meinst du? Ja, ich dachte die hier hinten. Nee, nee. So müsste ja so passen, ne? Zwei sind frei. Das geht, genau. Weißt du, wenn ich jetzt hier was abreiße, das geht nicht, aber wenn ich jetzt hier einen Strang baue, ohne was drunter, das hält. Doch. So, die musst du die Dings unten drunter sein, ja. So, ich hab hier gerade, ich krieg's ja nicht geregelt mit meiner Stromleitung so richtig. Kommt aber gleich. Gleich kommt bestimmt ein Licht. In einer guten Hoffnung. So, gleich muss ich mal gucken, wo die Stromleitung liegt. Dann frage ich, willst du die einfach hier so stehen lassen? Ja, das kannst du ja auch machen. Meine Stromleitung, die ist so geil, da geht ja gleich eine ab. Deine Stromleitung hast du auch direkt wahrscheinlich hier neben der Wasserleitung gelegt. Ja, genau. In die Wasserleitung wahrscheinlich. So, guck ich mal, was ich nochmal aus der Base holen kann. Ja, ich habe euch noch. Die ganze Zeit am Laufen. So, jetzt will ich mal gucken, wo ich das Ding hier dran schrauben kann. Zwei Dächer brauche ich. Das kann ich wohl gleich da dran machen. Cool. Oh, das ist aber schickes Licht hier. Ja, du kannst auch noch variieren, das Licht, ne? Kannst ja die Farben verändern ohne Ende. Echt, das will ich mal gucken. Da kannst du gewisse... Oder kannst du rosa Licht machen oder sonst was? Reicht ja für die ganze untere Etage schon das eine Lämpchen. Ja, ja, die sind immer ganz schön ordentlich. Schön kross? Nö. Ja. Ist schon fast kalt. Ach, hier ist die Wasserleitung. Was war denn das? Ah, alles klar. Ich bin. Ah, ja, tatsächlich. Wie kann man ja wohl noch die Farbe verändern?
Ja. Wollt ihr kein Licht oder was? Doch, unbedingt. Leuchtet das nach oben auch schon? Ey, irgendwer macht's immer aus. Ich klatsch den gleich an. Nee, hier steht gleich, keiner davor. Hol gleich die Schrote und dann geht's rund hier. Lass das scheiß Licht an, wir gucken, ob's oben auch reicht. Halt kurz an. Danke, ja, reicht noch. Wie kann man es denn ausschalten? Es gibt da extra Fernbedienung dafür. Oder auch so eine Pistole. Kannst aus der Entfernung drauf schießen. Ey. Wer hat denn diese scheiß Fernbedienung? Das ist wegen der Tageszeit, oder? Ja. Ich kann auch sagen, ja, ja. Ja, aber du kannst auch Dauer eingelassen. Dieses Auto und auf das Ganze ausschalten, ja. Ja. Ich dachte schon, das macht immer einer von euch hier. Ja, das haben wir jetzt auch gedacht. Klack, klack, klack. Warte. Klack. Bevor wir jetzt was ändern, geh doch einfach mal hoch und ich schalte sie jetzt direkt an. Ja, ja, ich hab's geändert schon. Okay. Jetzt soll das wohl hoffentlich anbleiben immer. Gleich bleiben. Sei denn, ich schalte sie jetzt aus. Genau. Ich bin da. Ich hab nichts gemacht. Ich habe. Ich auch nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich auch nicht. Jetzt hab ich's, glaube ich. Außerdem ein bisschen schief an die Wand gesetzt. So. Was sagt denn das keiner? Leuchtet so stark, wenn du guckst, dass sie. Wolltest kommen. Nicht sagen, nicht, dass du da meinst. Das kann schon passieren. So, reicht sogar für oben, dann brummelt eine Lampe erstmal, ist ja auch nicht schlecht. Kabel habe ich schon verlegt, die könnte ich auch nochmal verstecken hier. Okay, ja, du hast der hell. Da hinten raus nicht so, aber für das erste reicht es auf jeden Fall. Ja. Zement? Aber kein mehr. Weiß nicht. Irgendwo hatte ich welchen reingetan. Werkbank ist ein bisschen was. Oder? Ne, wissen wir. Hm? Ja, eben. Guck mal vorne hier in der Dings. Ah ja. Oh, ja, ein paar. So, ich könnte auch einen Grill bauen, wenn ihr wollt schon. Ja, wäre ich nicht abgeneigt. Du hast nur die verdammten Level hier auf einmal. Bei Grillen nicht dabei. Boah, 15 Punkte. Für die Kriegskarte und 40 für den Grill. Aha. So. Ach doch, eigentlich. Nicht das so schon gar nicht mehr so schlecht. Wäre eigentlich eine clevere Idee, wenn ich nicht die ganze Zeit meine Winterklamotten durch die Gegend schleppen würde. Da könnte ich auch wesentlich mehr Ressourcen treiben. Ja, könnte sein, ja. Dann brauche ich im Moment eh nicht mit dem Otto auf der Schulter. Also. Hab ich die doch schon mal da rein? So, dann machen wir hier vorne doch mal gleich ein bisschen. Moment. So, Steine brauchen wir Unmengen. Haben wir noch irgendwo größere Mengen Steine? Wenn dann nur hier im Schrank, im Tisch. Hier sind noch 2000, 3000 drin. Brauchst du die jetzt kurzfristig? Mhm. Ansonsten würde ich die dann mal zu. Achso, da direkt im Tisch, ja, das ist gut. Brauche ich mich nicht mal groß bewegen? Ja. Wie gesagt, so 40 Zement bräuchte ich dann auch noch für einen Grill. Ja, Zement läuft jetzt 203 kommen gleich raus. Doch, also 210 insgesamt. Ah, hier sind ja sogar noch welche drin. Ich wollte gerade sagen, ich Zement. Ich habe mitgebracht auch noch. Ja, ja. Reicht dir das? Grill kannst du schon mal bauen. Ja. Machst du nochmal ein paar Electronics an? Einfach mal 100 oder so? Ja. Ja, ja. Nein, nein, das ist gut. Wollen wir den Grillen? Doch, mir ist aber schlecht in der Wohnung. So, Elektrogrill, das gibt's schon. So, hier auch so ein bisschen ruhig mittig, oder was? Nö, den würde ich schon an die Wand setzen, weil der ist von hinten wirklich nicht besonders attraktiv. Ah, okay. Oder? Oder ist der durchgängig? Der ist auf beiden Seiten gleich, der Grill. Nein, dann müssen wir egal. Ah, ist egal, ich kann ihn wieder aufheben. Den hatten wir auf Goreo, hatten wir ihn doch auch so in der Mitte vom Raum stehen, weißt du? Stimmt, genau. Dekorativ. Also halbwegs. Ja, kannst du zumindest in der Ecke noch ein paar Tresore noch stellen für die ganzen Ressourcen, die du hier in Land schaffst. Können wir Kriegen spielen. So, und Dächer sind drauf.
Jetzt will ich mal gucken, ob die... Ich glaube, die Dinger passen nicht richtig. War das nicht so? Aber doch, ich glaube, es geht. Gucken die jetzt unten raus? Nö. Kann ich denn hier neben die Treppe mal wieder den Futtertrog bauen oder stört der hier irgendwie optisch? Aus? Oder unter die Treppe, hm? Was sollen wir noch alles unter die Treppe bauen? Nee, ach so, oben dachte ich jetzt. Eine Etage höher. Ja, das geht auch. Und alles unter die Treppe hier. Ja, genau. Bettengenerator, Futtertrog. Damit nicht hier wieder einer abstürzt. Mhm. Ja, es gibt auch so einen schmalen Catwalk, ne? Nee, sowas will ich nicht. Weil da kenne ich dann, dass wieder einer abstürzt. Ja, aber da oben schon ein Fenster drin? Wo? Hier oben quasi? Hier ja, drüber? Ja. Ich habe die nur halt. Die untere versteckt. Stütze weggenommen, ja. Weiß nicht, sah irgendwie besser aus. Mache ich glaube ich hier dann auch noch. Muss ich mal gucken. Ja, so durchgängig, ne? Ja, fand ich auch. Ja, also wenn es passt, würde ich so, kannst du schon mal, wenn wir da genug haben, so mit 30 Dingens anfangen. Zement brauchen wir dann halt, ne? Aber da wollen wir jetzt hin. Da wollen wir los sein, ja genau. 30, wie heißt das noch? Dächer. Fürs Erste.